wir sitzen jetzt im Zug und haben ungefähr Pi mal Daumen 16 Stunden Fahrt vor uns. In einem Zug, der aber allerdings recht gemütlich ist, wie man sieht, das sind recht angenehme Sitze. Ja, wir waren heute tatsächlich noch in Budapest ein bisschen unterwegs. Wir haben einen Musikladen gefunden, haben da ein bisschen Musik gemacht. Jetzt geht's nach Kroatien. Wir sehen uns da wieder. Die Fahrt nach Kroatien gestaltet sich etwas komplizierter als gedacht. Wir wurden aus unserem Abteil rausgeschmissen und der Zug ist komplett voll. Das bedeutet, die nächsten 6 Stunden dürfen wir wahrscheinlich hier auf dem Gang neben dem Klo verbringen. Jetzt können wir uns die Zeit hier vertreiben mit dummen Spielen. Thies. Der Boden ist Lava. Dieser Konflikt zwischen rausgeschmissen werden oder Schaumparty. Eine Ewigkeit später. Es ist 6 Uhr in der Früh. Wir haben vor ein paar Stunden dann doch noch wieder ein Abteil bekommen. Ich habe geschlafen. Wie es mit den beiden aussieht, weiß ich nicht. Und jetzt geht's den Rest bis nach Rijeka und von da aus dann mit dem Bus nach Novalja. Reise sind wir endlich angekommen in unserem Apartment und ich muss wirklich sagen, ich bin positiv beeindruckt und das sind wir alle. Es ist wirklich, also wenn man das mal mit den anderen Räumen vergleicht, sehr geräumig und wir sind jetzt alle ziemlich fertig. Ich freue mich mehr auf eine Dusche als Rainer Keim und auf ein All-You-Can-Eat-Buffet. Wir sind jetzt frisch geduscht und umgezogen und jetzt geht es zu ein paar Freundinnen, die hier zufälligerweise auch in Novalja sind. Was ein Zufall, das war gar nicht geplant. Die gehen wir jetzt besuchen und dann mal schauen, was der Abend noch so bringt. Also von wegen feiern gehen und so. Leute, kleiner Planwechsel. Wir wollten ja eigentlich noch schön rausgehen, aber jetzt ist es ein bisschen windig und es gewittert auch ein bisschen. Deshalb gehen wir jetzt rein. Das war's für jetzt erstmal. Es kommt noch ein weiteres Video aus Kroatien. Vielleicht dann mit besserem Wetter. Stay tuned. Bis dann. Tschüss.